Am 5. November 1978, also genau heute vor 40 Jahren, haben die Österreicherinnen und Österreicher in einer Volksabstimmung eine richtungsweisende Entscheidung getroffen. Es soll in unserem Land kein Atomstrom erzeugt werden. Im Kernkraftwerk Zwentendorf in Niederösterreich hätte man nur noch den Einschaltknopf drücken müssen. Doch es ist nie in Betrieb gegangen und zur milliardenteuren Industrieruine geworden. Oliver Rubenthaler hat mit den Atomgegnern der ersten Stunde gesprochen. Das Atomkraftwerk Zwentendorf ist das einzige seiner Art, das ich mit gewissem Wohlgefallen anschauen kann. Da wird klar, was der österreichischen Anti-Atom-Bewegung damals gelungen ist. Ein solches Monster, das startbereit war, zu verhindern im allerletzten Moment. Zermürbt von den jahrelangen Protesten entschließt sich die Regierung zu einem Spiel mit hohem Einsatz. Eine Volksabstimmung soll über die Nutzung der Atomenergie entscheiden. Ein Wettlauf um die Stimmen beginnt. Es wird mit einem deutlichen Ja für die Atomenergie gerechnet. Der 5. November 1978 ist der Tag der Entscheidung. Mehr als 3 Millionen Österreicher, das sind 64% der Wahlberechtigten, geben damals ihre Stimmen ab. Am Ende sind es knapp 30.000, die entscheiden. Der gültigen Stimmen. 50,5% Nein-Stimmen. 49,5% Ja-Stimmen. Als dann endlich durch war, wir haben gewonnen, da war die Freude natürlich grenzenlos. Aber vielleicht stellen Sie sich doch mal auf den Stuhl für ein Foto. Muss ja gehen, oder? Auch Peter Weiß, demnächst 82 Jahre alt, ist weiterhin aktiv und sieht das als eine Verpflichtung. Wir haben die unverdiente Gnade, dass wir in einem reichen Land leben können, dass wir trotz Meinungsmanipulation immer noch den Mund aufmachen können. Wer denn sonst soll irgendwas sagen? Ich würde mich ja schämen, wenn ich sage, so und jetzt ist genug, jetzt tue ich nichts mehr. Sehr verehrte Damen und Herren, ich darf Sie sehr, sehr herzlich begrüßen zu einem schönen guten Morgen an einem historischen Tag für Österreich. Heute vor 40 Jahren ist entschieden worden, dass Österreich keine Atomkraftwerke auf eigenem Boden haben wird. Und wir nehmen diesen historischen Tag zum Anlass. Mein Name ist Karin Neckam, ich bin eine der Initiatorinnen von Wir entscheiden Klima und wollen Ihnen gerne darlegen, warum so viele zahlreiche Personen hier bei unserer Auftaktveranstaltung mit dabei sind. Und ich möchte gerne das Wort gleich weitergeben an Doris Holler-Bruckner, Ökonews-Chefredakteurin und Umweltpionierin schon seit sehr langer Zeit. Vor 40 Jahren ging es um den Atomausstieg, heute geht es um den Ausstieg aus fossilen Energien. Dazu brauchen wir eine ganz breite Bewegung zum Klimaschutz. Wir brauchen die Wirtschaft, wir brauchen Politik und wir brauchen vor allem die Zivilgesellschaft. Alle Menschen müssen wir abholen. Und die Weichen dafür, die müssen ganz schnell gestellt werden. Zögern und zaudern, das gibt es da nicht. Und vor 40 Jahren, da war ich selbst ein Schüler, so wie unsere Katinka, die hier ist, und ich konnte nicht mitentscheiden. Und ich habe mit meinem Vater darüber gesprochen und er hat gesagt, ich entscheide für dich. Und wir müssen jetzt für unsere Jugend und für unsere Kinder entscheiden. Und ich glaube,
es ist ganz wichtig, dass wir da die Bevölkerung breit abholen, dass wir sie mitstimmen lassen. Und unsere Idee ist eine Volksabstimmung zum Thema Klimaschutz mit einem Bürgerrat davor, der aktiv die Themen, die notwendig sind, den Text dazu bearbeitet. Und unser Aufruf ist daher, geht an alle, einfach mitzutun. Vielen Dank. Ich möchte das Wort weitergeben an Hannes Bauer. Er ist Experte für Energie und internationale Zusammenarbeit. Hannes, warum bist du mit dabei? Schönen guten Morgen. Mich hat Tschernobyl politisiert. Ich erinnere mich gut an die Katastrophe und an den radioaktiven Niederschlag in halb Europa. Seither arbeite ich wie viele andere Akteure nach Zwentendorf, nach Tschernobyl an einem Ausweg aus der Energie- und Klimakrise. Dieser Wunsch nach langfristigen Perspektiven für die Menschen hat mich bis nach Afrika geführt, wo ich am Aufbau von Zentren für erneuerbare Energien und Energieeffizienz mit österreichischer Mitwirkung mitarbeitete. Das Klima in Österreich ist bereits um 2 Grad wärmer als vor über 100 Jahren. Bereits diese Auswirkung des Klimawandels auf den Alltag der Menschen, auf die Gesundheit, Lebensqualität, Land- und Forstwirtschaft, auf Artenvielfalt, Ökologie sind enorm. An Kosten fallen derzeit 1 Milliarde Euro pro Jahr an. Diese Kosten wurde laut Klimaforschern, laut Projekt COIN, Cost of Inaction, bis 2050 auf ca. 5 Milliarden Euro steigen. Diese Kosten werden auf 5 Milliarden Euro pro Jahr steigen. Ein 100-jähriges Hochwasser wird dann Gebäudeschäden von 4 bis 7 Milliarden Euro nach sich ziehen. Gegen Ende des Jahrhunderts von 8 bis 40 Milliarden Euro. Hitzewellen, wie sie bereits 2050 alle 20 Jahre auftreten, erhöhen die dadurch ausgelösten Todeszahlen auf 6.000 bis 9.000 Opfer. Wenn wir unsere Kinder und unsere Enkel lieben, dann können wir ihnen das nicht antun und diese fürchterliche Hypothek ihnen hinterlassen. Wir brauchen eine breite Bewegung, die die Trendwende zu einer Abkehr von fossilen Energien schafft, die für höchste Energieeffizienz eintritt, einen neuen Lebensstil propagiert, den wir schon tausendfach in Österreich sehen können. Es geht um Entschleunigung des rasanten Takts, den viele Menschen an den Tag legen. Eine neue Lebensqualität für unsere Kinder und Enkel ist das Ziel. Im Mai 2018 gab es eine parlamentarische Enquete zur Klima- und Energiestrategie. Abgeordnete und geladene Gäste konnten sich ein Bild machen von den Möglichkeiten eines Fossilausstiegs. Es gab keine Klimawandelleugner wie 2006 bei der Enquete und keine Zweifler wie bei der Enquete 2016. Das Parlament und die geladenen Gäste wurden auf der Enquete ausführlich über diese Beiträge für Klimaschutz informiert. Die Bürger, Bürgerinnen konnten sich noch nicht darüber ausführlich informiert und noch nicht dazu mitarbeiten und politisch gestalten. Wir wollen die Beiträge zeigen auf unserer Website wirentscheidenklima.at. Klimaschutz jetzt, Fossilausstieg bis 2040, als Vorbild für die EU, für Afrika und weltweit. Danke. Und es freut uns ganz besonders, meine Stimme hoffentlich auch, dass Bernd Lötsch mit dabei ist, einer derjenigen, der damals vor 40 Jahren sehr viel dazu beigetragen hat, dass das Bewusstsein entsprechend in der Bevölkerung sich geändert hat und dann diese legendäre Volksabstimmung zustande kam. Ja, meine Damen und Herren, ein unbegrenztes Wachstum in begrenzter Biosphäre glauben nur mehr Verrückte, manche Ökonomen und einige Politiker. Atomkraft als die letzte und giftigste Blüte des Wachstumswahns muss als zeitgeschichtliches Kapitalverbrechen auf allen Ebenen weiter bekämpft werden. Österreich ist hier Pionier. Zudem setzt uns die notwendige Dekarbonisierung, die noch gar nicht begonnen hat, harte Zwänge zum ökologischen Umbau der Industriegesellschaft. Mit sogenannten Erneuerbaren, die wir natürlich dringend brauchen, schaffen wir selbst bei schmerzlichster Ausreizung aller Möglichkeiten
in unserer Natur, in unserer Landschaft, denn Erneuerbare sind zum Teil natürlich landschaftsgefährdend, schaffen wir bestenfalls 50% unseres derzeitigen Gesamtenergieverbrauchs. Strom ist ja nur ein Fünftel der Gesamtenergie, wenn auch das wertvollste. Außerdem haben wir bei der Wasserkraft, unser Plan soll bereits übererfüllt und ganze Regionen landschaftsökologisch und ästhetisch entwertet. Der Slogan "Danke Wasserkraft" wird von mir ergänzt, es ist genug. Weiter die Frage, was ist im Winter? Im Winter ist die Wasserführung der Fließgewässer meist auf Restposten reduziert und das leider zu Zeiten des größten Strombedarfs. Daher braucht unsere Zivilisation als dringendste und rascheste Vorkehrung gegen Engpässe die intelligentere Nutzung, Effizienzsteigerung vorhandener Energieströme, die technisch-physikalischen Verluste zu verringern, intelligente Verbrauchsreduktion in Richtung einer Halbierung unserer Gesamtenergie, Abbau des enormen Verschwendungspolsters bei der Gesamtenergie, zugleich aber, und das ist jetzt sehr wichtig, chancenreichster Beschäftigungsimpuls für über 28 gewerblich-industrielle Branchen, für Leistungen und Produkte, die sich aus den eingesparten Energiemengen refinanzieren können. Das ist auch eine enorme Chance für das Bank- und Kreditwesen. Sofort mit allen Möglichkeiten der Förderung, und da stimme ich mit anderen überein, wir brauchen eine Energiebesteuerung statt der Lohnsteuer. Das würde dazu führen, dass sich die Energiesparinvestitionen rasch refinanzieren lassen. Und der Erfolg wird sich umso rascher einstellen, weil das viel rascher geht als im Fall von lange geplanten Kraftwerksbauten. Wir können mit der Reduktion bereits morgen beginnen. Und meine Sorge bei einer CO2-Besteuerung ist, dass es schon wieder einen Marktvorteil für die Wasserkraft gibt. Aber Österreich hat hier sein Plan soll bei weitem bereits überschritten, nicht nur erfüllt. Und bei aller Notwendigkeit und Sympathie für den sinnvollen Einsatz von Alternativenergien, besonders im Hinblick auch Speichermöglichkeit als Solarwasserstoff, auch das Projekt Power to Gas, dass man die noch vorhandene fossile Energie zunächst in Wasserstoff nutzbar macht, wäre eine solche Sache. Gilt aber zunächst, die beste Kilowattstunde ist die vermiedene Kilowattstunde, die nicht erzeugte, weil nicht gebrauchte. Und das gilt ökologisch, das gilt beschäftigungspolitisch, wie die Contracting-Modelle zeigen. Und das ist also unser Hauptanliegen, dass wir mit Reduktion der Arbeitskosten und einer steuerlichen Erhöhung von Energiekosten Contracting-Modelle zur Einsparung hochökonomisch machen. Danke. Danke, Herr Lötsch. Es freut uns besonders, dass vor allem von der Generation jemand mit dabei ist, eine junge Frau, Katinka Daum. Sie ist 14 Jahre alt und sie ist eine der Botschafterinnen von 100.000 Klimabotschaften der Kinder weltweit. Katinka, was bewegt dich, dass du bei uns beim Auftakt mit dabei bist? Also, der Klimawandel stellt für uns alle eine akute Bedrohung dar, die rasches Handeln von jedem Einzelnen von uns fordert. Wir können nichts mehr tun, wenn ihr heute nicht die Weichen stellt. Ich wünsche mir, dass die Stimme meiner Generation gehört wird und dass die Bedrohung vom Klimawandel nicht mehr nur im Teil der Gesellschaft, sondern von uns allen ernst genommen und mit der gleichen Kraft wie Zwentendorf entfernt wird. Wenn es wirklich nötig ist, wie damals zu demonstrieren, um der Regierung zu zeigen, dass mir die Umwelt am Herzen liegt, bin ich, glaube ich, nicht alleine, wenn ich sage, dass es mir eine Freude und eine Ehre wäre, für meinen Planeten auf die Straße zu gehen.
Genauso zuversichtlich und hoffnungsvoll bin ich, dass wir den Umweltschutz in die richtige Richtung leiten können, wenn wir durch eine Volksabstimmung zusammen beweisen, dass der Klimaschutz uns alle betrifft und eine Voraussetzung für unsere Zukunft ist. Nachdem der Klimawandel schon im Rollen ist und wir ihn sofort aufhalten müssen, haben wir gar keine andere Wahl, als aufzustehen und das Wort für unseren Planeten zu ergreifen. Deshalb sehe ich es als unsere Pflicht, dass wir jetzt als ein Volk zusammenkommen und uns bewusst wird, was jetzt passieren muss. Deshalb brauchen wir alle eine breite Bürgerentscheidung. Danke. Danke dir. Gerne. Neben mir sitzt Peter Weiß, einer derjenigen, der damals vor 40 Jahren dazu aufgerufen hat, tatkräftig und dann auch in der Hainburg-Bewegung aufzustehen, die Stimme zu ergreifen. Warum sind Sie bei uns hier mit dabei? Ja, ich war von Anfang an bei der Anti-Zwentendorf-Bewegung dabei, die zu Beginn der 70er Jahre begonnen hat. Es waren langsame Anfänge. Wichtig war, das Ergebnis war ja ein sehr knappes, 30.000 Stimmen, Überhang nein. Und aus dem können wir vieles lernen. Das Wesentliche war, dass jeder Beitrag wichtig war. Und ganz wichtig war auch die Lehre, dass es damals gelungen ist, ideologische Gräben zu überwinden. Das Hauptziel war Nein zu Zwentendorf, aber das Nebenziel, um das wir sehr gerungen haben, war lernen, gemeinsam für gemeinsame Ziele einzutreten oder für das gemeinsame Ziel und nicht über Nebensächlichkeiten zu streiten. Es hat sich dann eben gezeigt, dass das gelungen ist, diese ideologischen Gräben sind überwunden worden, sehr zum Missvergnügen und Missverstehen der Macht, der Mächtigen im Staat. Heute geht es darum, auch die Mächtigen haben gelernt, die Bevölkerung wird nach allen Regeln der Kunst gespalten, aufgewiegelt gegeneinander und wir müssen im Ziel für eine menschengerechte Zukunft oder eine lebensfreundliche Welt mit Zukunft, müssen wir lernen, heute all diese Teile- und Herrschestrategien zu überwinden, gemeinsam für die gemeinsame Sache einzutreten. Und wenn wir heute über Nebensächlichkeiten streiten, dann erweisen wir uns als nützliche Idioten der Machteliten. Also wir müssen gemeinsam für eine gemeinsame Zukunft eintreten. Das ist das Geheimnis des Erfolges und diese Plattform ist ein Anfang dazu. Vielen Dank. Genau um dieses Kernthema geht es uns und wir haben uns sehr ausführlich überlegt, wo wir ansetzen können. Und da freut es mich ganz besonders, den Erwin Meyer in unserer Runde zu begrüßen. Jemand, der sich sehr ausführlich seit vielen Jahren damit beschäftigt, neben dem, dass er Energie- und Klimaexperte ist, aber vor allem auch, was brauchen wir in unserer Demokratie, damit eine breite Bürgerentscheidung möglich ist. Ja, Grüße von meiner Seite. Vielleicht einen Satz zu meiner Motivation. In meinem Leben gehen sich zwei Themen sehr intensiv aus. Das eine ist Klimaschutz und Energiewende und das andere ist mehr Demokratie, direkte Demokratie, Partizipation. Das ist kein Zufall, dass wir dann hier heute so sitzen zu dieser Überschneidung. Warum sitzen wir heute da? Weil wir haben vor 40 Jahren eben diese Volksabstimmung zum Atomausstieg oder, Klammer auf, Nicht-Atomeinstieg gehabt. Und jetzt wollen wir eine Volksabstimmung erreichen zum Fossilausstieg. Fossilausstieg, vielleicht ein unbekanntes Wort. Wir meinen damit den Ausstieg bis 2040 von Erdöl, Kohle, Erdgas. Auf diese Verbrennung dieser fossilen Energieträger müssen wir komplett verzichten. Es gibt Beispiele für das Zusammenwirken von Bürgerräten oder im englischsprachigen Raum Citizens Assemblies, das ist eigentlich der Fachausdruck, und nachfolgenden Volksabstimmungen. Das ist in Irland passiert. Sie haben vielleicht die Abtreibungsdebatte oder die Same-Sex-Marriage noch in Erinnerung, die Volksabstimmungen. Das war Citizens Assemblies hervorgegangen. Und in British Columbia wurde eine Wahlrechtsreform ausgearbeitet, die dann zu einer Volksabstimmung kommt. Dieses Modell schwebt uns vor. Und es zeigt sich eben, dass mit 100 bis 160 wirklich nach dem Losverfahren, nach dem Zufallsprinzip ausgewählte Menschen, die dann repräsentativ sind, in einer Lernphase sich eines Themas aneignen können, hier Expertise entwickeln, dann in einer Deliberationsphase das diskutieren, die Meinungen auch verändern, das ist wichtig, das ist der Unterschied zu einer Meinungsumfrage, und zum Schluss sogenannte Recommendations oder Empfehlungen herausgeben. Aber dass das Ganze wirksam wird, braucht man hier das Versprechen, dass es auch eine Volksabstimmung gibt, denn sonst bleibt es ein Ratschlag an das Parlament.
Und zum Abschluss vielleicht noch den Zeitraum, den wir uns vorstellen. Wir sind durch die Kohlenstoffbudgets, die uns die Klimawissenschaft vorrechnet, in extremem Zeitdruck. Jedes weitere Jahr mit 80 Millionen Tonnen Treibhausgase reduziert sozusagen den Handlungsspielraum. Und deswegen brauchen wir im ersten Halbjahr 2019 so einen Bürgerinnenrat. Da reichen 10 bis 15 Wochenenden aus, um in die Tiefe zu gehen. Für ein Fossilausstiegsgesetz und aber auch für die Maßnahmen wie ökologische Steuerreformen. Und im zweiten Halbjahr 2019 müsste es dann bereits die Volksabstimmung geben, sodass mit 01.01.2020 der Fossilausstieg tatsächlich beginnen kann. Danke. Danke dir. Ich darf gleich weitergeben an Heinz Koppetz, der neben Erwin Mayer sitzt. Herr Koppetz ist jemand, der viele Jahre als Präsident des Weltbiomasseverbandes tätig war, als Person 7 UNO-Klimakonferenzen persönlich besucht hat. Und ich darf Sie fragen, warum sind Sie gerade jetzt und hier bei unserer Bewegung mit dabei? Meine sehr geehrten Damen und Herren, guten Morgen. Das Jahr 2018 hat uns allen gezeigt, welche Schäden der Klimawandel in Österreich mittlerweile schon verursacht. Hitzetage, Ernteausfälle, Unwetter. Und erinnert uns daran, dass wir unsere Verpflichtungen aus dem Paris-Abkommen erfüllen müssen. Und was heißt das? Das bedeutet, dass wir ab 2020 spätestens jährlich unsere Emissionen um 4 Millionen Tonnen senken müssen. Das ist so quasi der neue Erfolgsmaßstab der Klimapolitik. Jedes Jahr 4 Millionen Tonnen weniger CO2-Äquivalent. Konkret ein Beispiel, in einem Jahr ein Kohlekraftwerk weniger, 200.000 Öl- und Gasheizungen weniger, 4% weniger Fahrleistungen durch Verbrennungsmotoren, aber das jedes Jahr durch die nächsten 20 Jahre. Und das kann nur gelingen, wenn wir neue Instrumente einführen in die Klima-Energiepolitik. Und das wichtigste neue Instrument ist ein ökologischer Steuerumbau nach dem Prinzip höhere Nettolöhne, Senkung der Lohnnebenkosten, finanziert durch eine CO2-Abgabe. Damit kommen wir schon zum Schluss. An diesem denkwürdigen Tag heute sollen wir uns daran erinnern, dass vor 40 Jahren das Volk die Grundsatzentscheidung getroffen hat, Verzicht auf Atomenergie in Österreich. Und wir brauchen jetzt wieder eine Grundsatzentscheidung, Verzicht auf fossile Energien binnen 20 Jahren. Als Lenkungsinstrument dazu ein ökologischer Steuerumbau. Nach meiner Meinung und nach Meinung unserer Gruppe in der Steiermark muss die Zivilgesellschaft diese Energie- und Klimawende jetzt einfordern, und zwar sofort wegen des Zeitdruckes. Und mit der Durchführung einer Volksabstimmung im kommenden Jahr kann sich die Politik die Rückendeckung der Bevölkerung für eine neue, erfolgreiche Klimapolitik holen. Vielen Dank. Jetzt müssen wir das Mikrofon von der einen äußeren Seite auf die andere äußere Seite geben, weil wir freuen uns ganz besonders, dass Andrea Dangl mit dabei ist und somit ein Repräsentant der nachhaltigen Unternehmerschaft Österreichs. Er ist einer der Pioniere im Bereich Windkraft und Windenergie, aber auch was E-Mobilität anbelangt. Darf ich Sie fragen, Herr Dangl, warum sind Sie als Unternehmer bei uns dabei? Ja, meine Damen und Herren, nach Zwentendorf ist eigentlich unternehmerisch Folgendes passiert. Ich glaube, dass viele Unternehmen im Bereich der Energiewende, wenn sie so wollen, im Bereich der erneuerbaren Energien ohne weiteres aktiv werden. Aber wir sehen darin ein interessantes Phänomen. Wie Zwentendorf, Tschernobyl und so weiter passiert ist, wie die niedrige Energie-Bautechnik entstanden ist, wie die ersten Windkraftanlagen entstanden sind, gab es immer eine Situation, eine Aussage aus den Branchen selber. 30 cm Deckendämmung, sagt ein leitender Bauingenieur, ist nie möglich, macht keinen Sinn, ist heute Standard in der Bauweise. Genauso hat zum Beispiel noch 2006 ein namhafter österreichischer Energiemanager bei einer Tagung in Innsbruck gesagt zur Photovoltaik, diese schillernden Platten werden niemals einen nennenswerten Beitrag, mehr wie 1% der weltweiten Stromerzeugung beitragen können. Wie die Geschichte heute schon ausgegangen ist, kennen Sie.
Und mir ist immer aufgefallen, dass viele Unternehmen gegründet werden und sich positiv quasi in dem Bereich auch Präsenz machen. Man denke nur derzeit in Amerika, in den USA, wir hören quasi die Trump-Administration, was sie alles abdreht, gegen Klimaschutz entwickelt und die Windenergie und die Solartechnik in den einzelnen Staaten blüht wie nie zuvor. Es werden selten mehr Kapazitäten errichtet. Der Grund, meine Damen und Herren, ist die Tatsache, dass was damals nicht möglich war, Sie durften ja das Wort Energiewende gar nicht in den Mund nehmen, und heute ist es State of the Art geworden, weil letztendlich es auch bewiesen hat, dass es möglich ist. Heute, damals kostete Solarenergie, PV-Strom 55 Cent und heute kostet Wind- und Solarstrom bei den Ausschreibungen weltweit für 2020 Errichtung unter 4 Cent, das ist unter Marktpreis. Das heißt, Sie können heute ab 2020 günstiger Strom produzieren, als Sie das mit jeder anderen fossilen Energie tun können. Und das ist die Riesenchance. Das heißt, das Problem muss dann woanders liegen, warum wir nicht das Richtige tun, warum wir deutsche Kohlekraftwerke noch immer die Braunkohle verfeuern. Jetzt passiert genau dasselbe bei dem Change-Prozess, Umstieg in die Elektromobilität. Ich hatte vor 4 Jahren auch nicht, war mir nicht sicher, ob das funktioniert, ob der Lithium-Akku das bringen kann. Heute hat das bewiesen, meine Damen und Herren. Nur, Sie kriegen keine Autos. Sie warten 14 Monate auf Autos, weil nur ein Bruchteil der Auto produziert wird, die Menschen gerne kaufen würden, um damit zu fahren. Und das ist das Interessante daran. Viele Unternehmer, meine Damen und Herren, und da sitze ich als kleiner Stellvertreter heute hier, viele Unternehmen gehen diese Initiative mit, investieren in Klimaschutz, schaffen Arbeitsplätze und holen das Positive daraus, vielleicht schon in der Vergangenheit, in Jahrzehnte oder mehr denn je in der Zukunft. Weil es kann ja nicht sein, dass wir jährlich einen Devisenabfluss ökonomisch von 8 Milliarden Euro so einfach über unseren Rücken ergehen lassen. Und von daher bin ich absolut überzeugt, Unternehmen stehen Gewerbefuß für so eine gute Initiative, wie hier heute gestartet wird. Vielen Dank. Und wir wollen ja mit unserer mit der parteiübergreifenden offenen Bürgerbewegung auch weitere Kreise ziehen und einen Schulterschluss herstellen, auch zur Politik hin. Liebe Martha Bismann, als Klimasprecherin des Parlaments, warum engagieren Sie sich bei uns? Ja, vielen Dank. Wunderschönen guten Morgen. Es ist mir eine ganz besondere Ehre, bei der Geburtsstunde von Wir entscheiden Klima dabei sein zu dürfen. Wenn Sie mich fragen, was für mich der größte und großartigste Moment in diesem Jahr war, dann sage ich Ihnen, es war der Moment, als ich bei der Klima-Enquete im Parlament im Mai diesen Jahres ans Rednerpult getreten bin, weil ich dort den Geist einer echten Bewegung gespürt habe, dort, wo sonst hitzige Politdebatten geführt werden. Wissenschaftler, Unternehmerinnen, Verbandspräsidenten, Umweltaktivistinnen, Bundesräte, Nationalrätinnen, sie alle haben sich versammelt im Parlament an dem Tag und haben 8 Stunden lang ihre Visionen über die Klimazukunft Österreichs und ihre Wünsche an die Politik artikuliert. Wir möchten mehr von dieser Stimmung haben im Parlament, auf den Straßen, in den Schulen und an den Stammtischen. Ich bin überzeugt, dass wir jetzt schon eine große Bewegung sind, auch wenn wir uns noch nicht immer kennen. Aber es ist Zeit, aufzustehen und sichtbar zu werden. Warum bin ich dabei? Was bringe ich ein? Ich komme aus dem Fachbereich erstmal. Seit 20 Jahren brenne und renne ich für die Energiewende. Eine ganz starke und wichtige Klimaschutzwaffe. Ich bin auch leidenschaftliche Brückenbauerin immer schon gewesen. Ich liebe es, Communities und Netzwerke aus verschiedenen Disziplinen zusammenzubringen. Heute als Politikerin verbinde ich die Menschen mit der Politik. Im Parlament gibt es Verkehrssprecher, Umweltsprecher, Energiesprecher und Landwirtschaftssprecher. Als fraktionsfreie Abgeordnete führe ich diese wichtigen Klimaschutzbereiche zusammen. Das sind ja alles Querschnittsmaterien und bin nun Klimasprecherin im Nationalrat. Wir entscheiden Klima sollen noch viel mehr Politikerinnen und Politiker an Bord bringen. Und ich sehe, das ist meine wichtige Aufgabe hier, dass dafür kräftig die Werbetrommel zu rühren, um viel mehr noch davon zu begeistern und an Bord zu holen. Politikerinnen und Politiker auf allen Ebenen, nicht nur aus dem Nationalrat, sondern auch aus dem Bundesrat, aus Gemeinden und aus Landtagen. Und wir zeigen vor, hier, die wir heute sitzen und die wir noch viel mehr werden.
dass die Lösung des Klimawandels die konstituierende Übung einer solidarischen Weltgemeinschaft sein wird. Danke sehr. Sie sehen, wir haben uns sehr diszipliniert. Und ein kurzes abschließendes Schlussstatement möchte ich noch Doris Holler-Bruckner geben, bevor wir dann offen sind in der breiten Phalanx, die hier sitzt, um auf Ihre Fragen oder andere Anregungen dann Bezug nehmen zu können. Ja, unser wirklich großer gemeinsamer Appell ist, tun wir mit, jeder von Ihnen, jeder Einzelne, weil nur gemeinsam können wir es wirklich schaffen und es ist eine große Aufgabe, die für uns liegt. Und darum sitzen wir hier auch stellvertretend für viele andere, die sich schon committed haben im Hintergrund. Es gibt die Möglichkeit, sich auf unserer Homepage daran zu beteiligen, sich einzutragen auf wirentscheidenklima.at. Und unser großes Ziel ist nicht eins für uns, es wird vor allem die Jugend und die Kinder treffen. Und unser großer Appell ist, bitte tun Sie mit, berichten Sie darüber, schreiben Sie darüber, weil wir brauchen jegliche Unterstützung in diesem Bereich. Jeder Einzelne ist einfach aufgefordert. Danke, soweit. Wir sind gerne, stehen gerne für Sie, für Fragen, Antworten, Anregungen zur Verfügung. Können Sie einen Entwurf für einen Text für die Volksabstimmung, die von Ihnen gebracht wird, vorlegen? Das kommt Sie, ja. Danke für die sehr gute Frage. Unsere Idee ist ja, dass die Bürger entscheiden können und da braucht es dazu einen Text. Nur jetzt kann den entweder Parlament und Regierung im herkömmlichen Stil, wie es bis jetzt bei Volksabstimmungen üblich war, so auch damals beim Atomsperrgesetz oder bei dem Inbetriebnahmegesetz, war das erste, damals 78 Zwentendorf, entwickeln. Oder es können Gesetzestexte eben auch aus der Zivilgesellschaft oder von Bürgerräten kommen. Das ist möglich und darum haben wir diese Beispiele gebracht in Irland. Da waren sie diese Recommendations noch allgemein gehalten, also ein Auftrag an das Parlament, was in einem Gesetz drinstehen soll. So Richtlinien wie eben eine CO2-Steuerförderung der Elektromobilität in einer bestimmten Form, da steht da alles drinnen. Aber besonders interessant ist für mich das kanadische Beispiel aus British Columbia. Da ist es um eine Electoral Reform gegangen 2003, also um eine Wahlrechtsreform. Und hier wurde ein fertiges Verfassungsgesetz von den Bürgerinnen geschrieben. Also die haben das über ein Jahr lang diskutiert und immer wieder Experten eingebunden. Es wurde dann auch mit Juristen entformuliert, aber die Absegnung des Textes ist durch diesen Bürgerrat, durch diese Citizens Assembly passiert und dieser Text ist 1:1 zur Volksabstimmung gekommen, wurde auch mehrheitlich unterstützt in Kanada, also in British Columbia war die Abstimmung, ist aber nicht in Kraft getreten, weil ein 60-prozentiges Beteiligungsquorum von der Regierung angesetzt wurde, das knapp nicht erreicht wurde. Wenn Sie mich jetzt fragen, wie wir das in Österreich gerne hätten, wir wollen einen Bürgerrat, der einen fertigen Gesetzestext, und da muss man wieder präzisieren, einmal ein Verfassungsgesetz, ein Fossilausstiegsgesetz, sowie das Atomsperrgesetz, das wäre im Verfassungsrang. Das kommt in die Verfassung, muss mit 2/3 Mehrheit beschlossen werden. Und dann braucht es viele Einzelgesetze zur Umsetzung, wie eine ökologische Steuerreform, Ökostromgesetz etc. Aber auch hier können die Texte aus dem Bürgerrat hervorgehen. Und das geht sich sogar an 10 bis 15 Wochenenden, das ist der Plan, im ersten Halbjahr 2019 aus. Diese Texte sollen zur Volksabstimmung kommen. Sie wollten noch. Ja, eine Frage, und zwar, wie stehen Sie zum Euratom-Ausstieg Österreichs, der ja Österreich jährlich ca. 40 Millionen Euro kostet? Könnte man das Geld nicht sinnvoller für erneuerbare Energien verwenden? Wie stehen Sie dazu? Da wird es wahrscheinlich sehr unterschiedliche Meinungen geben. Frage der Runde. Wer möchte in der Runde darauf antworten? Ich glaube, der Erwin. Ja, mit Atom habe ich mich auch viel in meinem Leben beschäftigt und auch mit diesen Beiträgen. Es gibt immer zwei Seiten. Das eine ist dabei sein, um innerhalb von Euratom sozusagen hier eine Anti-Atom-Politik betreiben zu können. Das ist der eine Ansatz. Der andere Ansatz ist, wenn etwas die klare Zielsetzung im ersten Paragraphen hat, und das hat der Euratom-Vertrag, nämlich die Förderung und den Ausbau der Zivilnutzung der Kernenergie, dann sollte ein Anti-Atom-Land wie Österreich raus. Das ist die zweite Meinung. Meine Position liegt eher bei der zweiten, meine persönliche, aber auch hier empfehle ich ganz klar, solche großen völkerrechtlichen Verträge müssen ebenfalls natürlich der Bevölkerung zur Entscheidung vorgelegt werden. Ob das dann mit einem Vetoreferendum passiert oder inzwischen mit einem Initiativrecht, ob mit einer bestimmten Unterschriftenanzahl man zu einer Volksabstimmung kommt, das wären jetzt Details, die ich hier nicht näher eingehen will. Aber prinzipiell ist das eine Frage, die die Bevölkerung entscheiden soll.
Dass wir einen offenen Bürgerbeteiligungsprozess brauchen. Es ist total wichtig, dass wir nicht eine Volksabstimmung der Bevölkerung vorlegen und dann so nach dem Motto, jetzt kommst du zu irgendwelchen Entscheidungen, sondern es geht uns besonders auch darum, dass wir einen breiten Bürgerbeteiligungsprozess in ganz Österreich ins Rollen bringen oder der an manchen Stellen ja schon da ist, zu einem neuen Bündeln kommen, damit wir dann auch stärker aufzeigen können aus der Bevölkerung heraus, was unser Anliegen ist zu dem Thema. Und dass wir da entsprechend bündeln können. Gerne. Ja. Und dann gibt es eine Frage von Günther. Ja, ein sehr erfolgreiches Volksbegehren war ja das Gentechnik-Volksbegehren. Und es war auch nur deswegen so erfolgreich, weil von Anfang an ein sehr breites Spektrum von zivilgesellschaftlichen Organisationen eingebunden wurde und es auch die Forderungen sind in einem sehr breiten Umfang diskutiert worden. Und das ist die Voraussetzung, dass sich viele Organisationen, die dann auch Kampagnen starten können, mit dem Inhalt identifizieren. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung für einen Erfolg einer sozusagen basisdemokratischen Aktion. Ich hoffe, er findet eine positive Antwort auf meine Frage. Warum glaubt ihr, dass diese Bewegung oder diese Form Erfolg haben sollte, wenn bisher fast alle Volksabstimmungen oder Bevölkerungsbefragungen von den Regierungen immer abgelehnt wurden oder negiert wurden in Wirklichkeit? Also sowohl das Anti-Atom-Zwentendorf-Volks, die Volksabstimmung, als auch das Gentechnik-Volksbegehren waren ein durchschlagender Erfolg. Die wenigsten Leute wissen allerdings, dass wir uns durch das Gentechnik-Volksbegehren, hinter dem ja auch Peter Weiß sehr stark stand, Hekatomben von Glyphosat erspart haben. Denn das Glyphosat wurde ja dazu konstruiert, in gentechnisch manipulierten Agrarplantagen eingesetzt zu werden. Und das haben wir uns in Österreich erspart. Wir müssen nun auch die andere Glyphosat-Anwendung noch umbringen. Aber wir dürfen erstens einmal auf die Schwarmintelligenz der Österreicher stolz sein, wenn sie gut informiert werden. Das ist sicherlich einmal eine Sache. Zweitens, Volksabstimmungen sind immer besonders erfolgreich, wenn man den Bürgern etwas vorlegt, wo sie dagegen sein können. Das muss man im Falsifizieren, im Ablehnen, im Negativen, sind Volksabstimmungen sehr erfolgreich. Und wahrscheinlich wird man auch ein solches Volksbegehren oder eine Volksabstimmung dann so formulieren müssen. Aber ich glaube, wir sind noch nicht ganz bei einer widerspruchsfreien Formulierung. Das wird noch schwere Knochenarbeit sein. Und Peter Weiß hat ja schon beschworen, die prinzipielle, amikale Form, in der das ausgehandelt werden muss. Denn wie gesagt, eine CO2-Steuer bevorzugt Energieformen, die sehr viel zerstören können, nicht? Oder über eine überstürzte Einführung der Elektromobilität, die ich mir immer gewünscht habe, machen wir natürlich den österreichischen Autofahrer erpressbar durch die Kraftwerkslobbys. Nicht? Dass uns der Verzicht auf bestimmte Kraftwerke zum Kiensparen führt, glaubt niemand mehr im LED-Zeitalter, schon gar nicht. Aber wenn es heißt, dann stehen eure Autos, ist das Volk schon etwas empfindlicher. Also es bedarf sehr kluger Vorarbeit, wie ja überhaupt Politik eine große Klugheit erfordert. Gerne Heinz Koppitz auch Stellung beziehen. Und weil wir ja ein breites Spektrum der Bevölkerung abdecken, bitte sehr erlauben Sie uns, dass wir mit mehreren Stimmen antworten. Zur Frage, warum glauben wir, dass da was in Bewegung kommt. Ich glaube, man muss einen gewissen Sinn für Geschichte entwickeln. Es gab bis jetzt zwei Volksabstimmungen nach dem Zweiten Weltkrieg, eine zu Zwentendorf, eine zum EU-Beitritt. Und in der Frage der künftigen Nutzung der fossilen Energien dreht es sich um eine enorme
historisch wichtige Entscheidung, weil die die Lebensbedingungen ja für Hunderte bestimmen wird. Und wir glauben, dass die Regierung, die Politik eigentlich nur gewinnen kann, weil wir wollen ja mit so einer Volksabstimmung informieren, mobilisieren und die Basis schaffen, dass die Bevölkerung sagen kann, Nein zu den Fossilen. Aber natürlich, es könnte auch passieren, dass sich die Vertreter der fossilen Wirtschaft durchsetzen und dann ein Jahr herauskommt und die Bevölkerung sagt, wir wollen eigentlich keine vernünftige Klimapolitik. Nur, das sagen wir, das wäre auch nicht schlimmer als jetzt. Das heißt, es kann eigentlich gar nicht daneben gehen. Es ist eine reine Win-Win-Situation. Entweder die Bevölkerung geht mit, dann hat die Regierung die Rückendeckung für wirksame Maßnahmen, oder sie geht nicht mit, dann halten wir die Verträge von Paris genauso wenig ein wie die von Toronto und von Kyoto und laufen eben Richtung Erderwärmung auf 3 bis 5 Grad. Und ich glaube, diese Logik werden wir doch an einige herantragen können, dass eigentlich wir der Regierung helfen wollen und nicht gegen die Regierung auftreten wollen. Ja, eine direkte Antwort auf die Frage, ja, bisher ist es nicht gelungen und wieso soll es jetzt gelingen? Das ist ja nicht die einzige Initiative, die es gibt. Also für mich auch ein Hoffnungsträger ist die Gruppe SDG Watch Austria. Da geht es um die Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030. Und da haben sich über 140 zivilgesellschaftliche Organisationen zusammengetan, um Druck auf die Regierung zu organisieren, dass man in Richtung Zukunftsfähigkeit geht. Und das ist eine unterstützende Bewegung. Da sind wir, und ich bin überzeugt davon, dass das Bewusstsein in der Bevölkerung dramatisch sich in Richtung Verständnis der Erfordernisse von Handlungsbedarf in Richtung Zukunftsfähigkeit entwickelt. Und wir müssen einfach weiter tun wie bisher, aber wissen natürlich, wo die Widerstände sind, und die sind gewaltig. Da müssen wir hinter die Kulissen schauen, und da sind wir aber dabei. Das ist für mich fast die wichtigste Frage. Wie soll es zu einer Volksabstimmung kommen, nachdem jetzt gerade 3 Volksbegehren, 300.000, 600.000 und 800.000 und mehr Stimmen bekommen haben und manche davon eine Volksabstimmung verlangt haben und die Regierung nicht gewillt ist, eine solche einzugehen? Und dann gibt es auch noch diese Fantasiegrenze von 900.000 Unterschriften, auf die will ich jetzt gar nicht näher eingehen. Wir haben ein anderes Vorbild, jetzt wieder diese 40-Jahre-Klammer. Also wir knüpfen schon wirklich stark an der kreiskischen Logik, sage ich einmal, von damals an. Denn was ist damals passiert? Kreisky hat diesen Widerstand in der Bevölkerung gespürt, in der eigenen Partei, die jungen Sozialdemokraten, die westlichen Bundesländer, der Widerstand der anderen Parteien, die teilweise aus opportunistischen Gründen auf Anti-Atom gewechselt haben. Er hat einfach gespürt, das wird schwierig. Und er hat gewusst, 79 ist die nächste Nationalratswahl. Und er hat sich überlegt, wie bekomme ich das Thema weg von der Nationalratswahl, dass nicht jemand dann falsch ankreuzt, quasi die falsche Partei wegen der Atomsache, sondern da mache ich eine Sachvolksabstimmung. Und dann habe ich das Thema weg und das ist aufgegangen. Er hat quasi Zwentendorf geopfert im Sinne von, er war dafür, hat aber dann die Nationalratswahl 79, ein Jahr später, wieder mit einer absoluten Mehrheit, das dritte Mal eine absolute erreicht. Es ist also voll aufgegangen, dieses Kalkül. Welche Situation haben wir jetzt? Wir haben einen Druck der Weltgemeinschaft, mehr Klimaschutz zu tun. Wir haben EU-Ziele, wo wir im Herbst wieder, Ende Herbst sozusagen, Papiere abgeben müssen. Die Bevölkerung will mehr Klimaschutz. Die Regierung merkt schon, und das Parlament, dass da eigentlich was zu tun wäre. Aber, und jetzt sind wir beim springenden Punkt, viele der entscheidenden Maßnahmen, wie eine ökologische Steuerreform, Ökostromgesetz, Geh- und Verbote für Häuser, für Autos, was auch immer, werden als unpopuläre Maßnahmen eingestuft oder man bezeichnet sie so, im Sinne von, die Mehrheit könnte da nicht dafür sein, das könnte mir Stimmen bei der Wahl kosten, deswegen mache ich nichts. Das ist die Situation, die wir derzeit haben. Und da sagen wir, wenn das das Argument ist, dann bitte gleich eine Volksabstimmung ansetzen und lasst doch die Bevölkerung selbst eigene Vorschläge ausarbeiten, lasst sie auch selbst entscheiden. Denn wenn sie dann sagen, wir wollen das, und in Irland ist rausgekommen, 80% Unterstützung unter der Recommendation ökologische Steuerreform, dann kann ich sagen, ja, ich war es nicht, die Bevölkerung hat sich selbst gegeben, dann verliere ich keine Wahl deswegen. Also das kann eine massive Hilfestellung und Unterstützung für die Regierung sein. Wenn sie diese Logik erkennt, und ich sage hier, wir brauchen einen Bogen von Kreisky zu Kurz, 40 Jahre Volksabstimmung, er müsste die gleiche Logik entwickeln, dann kann das kommen. Was nicht funktioniert, und ich glaube, das war der Hintergrund deiner Frage, und da wollen wir auf keinen Fall hinein, Volksbegehren und Unterschriften sammeln sind oft als Oppositionstool gesehen. Da will irgendwer unter Opposition irgendwie die Regierung segieren mit irgendeiner Frage.
und dann bei der nächsten Wahl davon profitieren. Das ist das definitiv nicht. Das ist nicht gegen die Regierung, ist nicht gegen das Parlament, sondern es ist mit der Regierung und mit dem Parlament die Hilfe, diese Sachfrage aus dem Parteienhickhack, sage ich, herauszulösen und in der Bevölkerung entscheiden zu lassen. Und Bürgerräte sind genau das richtige Format dafür, weil die sind zufällig ausgewählt, sie bekommen kein Geld, sie sind ehrenamtlich in den Bürgerräten tätig gewesen in Irland und Kanada, sie können keine Karriere machen politisch damit, sie unterliegen keinem Clubzwang und keiner muss andere kritisieren und sich selbst loben. Das unterscheidet sich sehr von Debatten im Parlament, sage ich jetzt einmal. Und dieses konstruktive Klima und auch die Moderation dafür, Dynamic Facilitation und andere, führen dazu, dass in diesem konstruktiven Klima wirklich Lösungen erarbeitet werden. Und da kann ich als Regierungsvertreter, würde ich sagen, ja, das ermögliche ich, dann nehme ich 200.000-300.000 Euro pro Jahr in die Hand, das kostet es, und lasse die Bevölkerung selbst ausarbeiten. Das war die gleiche Logik übrigens in Irland und in British Columbia. Aber warum haben die eine Wahlrechtsreform und warum haben die eine Verfassungsreform nicht selbst im Parlament entschieden, sondern warum haben die eine Citizens Assembly eingerufen? Weil sie gesagt haben, das Thema ist uns zu heiß, lassen wir doch die Bürger das selbst entwerfen und lassen wir dann abstimmen. Das war die Logik. Und so bin ich optimistisch, wenn wir in eine Oppositionslogik hineinkommen, ist die Sache tatsächlich tot. Es ist ja kein Geheimnis und ich kann es aus eigener Erfahrung bestätigen, dass bei vielen Politikern der Wille zum Klimaschutz viel größer ist als die Umsetzungsmacht. Aufgrund der, und das ist ja auch kein Geheimnis, noch starken Einflüsse der Lobbymächte, der Fossilbranche. Und eine Volksabstimmung in Kombination mit Bürgerräten ist eine Möglichkeit, also wir sind überzeugt, die optimale, ein Bündnis zwischen der Zivilgesellschaft und der Politik herzustellen, wobei sich beide Seiten insgesamt ermächtigen und insgesamt dann stark genug werden, um die letzten Dinosaurier aus dem Fossilzeitalter in die Knie zu zwingen. Ich möchte nur einen kurzen Satz. Und zwar, ich glaube absolut an die österreichische Bevölkerung. Sie hat es schon mehrfach bewiesen, nicht nur einmal. Nicht nur bei Zwentendorf, sondern auch bei Hamburg. Und das war schließlich die größte Bürgerbewegung nach dem Fall der Mauer, die es überhaupt in Europa gab. Man lasse sich das auf der Zunge zergehen. Ich wäre selbst nicht auf das gekommen, wenn ich das nicht mehrfach von deutschen Journalisten gehört hätte. Österreich kann auch hier wieder großer Vorreiter sein. Und dazu kann jeder wirklich seinen Teil beitragen. Mein Name ist Wilfried Leisch von den Gewerkschaftlerinnen gegen Atomenergie und Krieg. Ich begrüße alles, was dazu beiträgt, dass den Klimawandel einbremst oder verhindert. 40 Jahre Zwentendorf. Ich sage es deswegen, weil wir sind ja als Gewerkschafter eigentlich gegen die ÖGB-Führung, gegen den Kreisky, mussten wir auftreten, sind aufgetreten erfolgreich. Der Kreisky wollte die Volksabstimmung nicht machen, als erstes, damit sozusagen er die Wahlen wieder gewinnt, sondern er wollte für die Atomindustrie das machen und dann hat er es der notwendige Tugend gemacht. Ich sage das deswegen, dass man schon aufpasst mit Volksabstimmung, es ist nicht leicht. Ja? Das heißt, ich bin skeptisch, was wir tun müssen, und da braucht man Zeit dazu, eigentlich inhaltlich das rüberzubringen. Und ich sehe die Menschen in dem Land nicht unbedingt, dass sie Zubringer für die Politiker sind. Die sind gewählt, dass sie es tun. Wir zahlen viel Steuer geben dafür, dass sie es tun. Und jetzt sollen wir die Politiker erretten, ja, vor der Lobby, vor der Industrie. Also meinetwegen, aber wenn das der Ansatzpunkt ist, wird es schief gehen. Und Kurz ist nicht Kreisky, er wäre es gern, aber er wird sicher nicht sich opfern, um das zu tun. Inhaltlich wollte ich nur sagen, es gibt heute Abend eine Veranstaltung mit Frau Professor Kromm-Kolb, mit Gewerkschaftern, mit den Arne Stöder, mit dem Robert Wurm, auch meine Wenigkeit ist dort. Wir werden versuchen, inhaltlich hier weiterzukommen. Atom nein und jetzt die Danke Ihnen. Sind herzlich eingeladen, es gibt hier Einladungen für Danke. Wir Fragen. Fragen stellen, ja. Wenn es irgendwie geht. Ja. Ich hätte die Frage, wie kann man sich einbringen, wenn man jetzt als Bürgerin, als Bürger da in diesem Entscheidungsprozess, wie die Fragestellung lauten soll von einer Volksabstimmung, mitmachen will? Als erstes möchte ich nochmal den Zeitdruck betonen, also alle, die uns nahestehen, haben uns empfohlen, lasst euch Zeit. Organisiert das durch, also eben diese Initiativen, wie die dazukommen können. Wir haben aber gesagt, nein, es muss der 5. November sein. Was wir allerdings schon wissen ist, wir wollen wachsen. Also wir sind ja mit vielen Initiativen und Organisationen in Gespräch, die ich hier nicht nennen kann, weil sie interne Entscheidungen treffen müssen. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten noch einige Pressekonferenzen oder Pressemitteilungen machen können, wo weitere Organisationen dazukommen. Auch individuelle Unterstützung ist gefragt.
Und das Zweite, wo ich so sagen soll, das Fleisch der Kampagne, sind genau die Diskussionen mit den Bürgern und Bürgerinnen. Wir wollen Mini-Bürgerräte abhalten. Das heißt, wer immer Zugang hat zu einem lokalen Energiestammtisch, wer in einem Klimabündnis-Arbeitskreis arbeitet, wo auch immer, oder in einer E5-Gemeinde, es gibt ja schon viele Initiativen, da wollen wir uns mit Bürgern und Bürgerinnen zusammensetzen, aber, und das ist der entscheidende Punkt, nicht nur über konkrete Maßnahmen wie mach dir eine Solaranlage und steig auf Elektromobilität um, sondern wir wollen über die Politik diskutieren. Wir wollen sagen, wie hättest du gerne ein Ökostromgesetz, das sich für dich die Anlage rechnet, aber was heißt das für den Strompreis, was heißt das für den Ökostromaufschlag und bist du als Bürger den auch zu zahlen bereit? Willst du eine ökologische Steuerreform und wenn ja, was heißt das an der Tankstelle? Was heißt das für die Heizölrechnung? Und in welchem Zeitraum soll das passieren? Also solche Diskussionen, die wollen wir in den nächsten Wochen und Monaten starten. Und da brauchen wir viele, die sagen, ja, ich kann eine Gruppe von 10 Personen zusammenbringen, mit der wir das diskutieren. Aber man kann sich heute schon auf der Homepage eintragen. Heute schon auf der Homepage eintragen, ist der erste Schritt, und sich informieren und dranbleiben. Fragen? Fragen? Haben Sie schon mit der Regierung darüber geredet? Willst du dazu was sagen? Ja, es gab natürlich schon erste Kontakte dazu, aber auch hier dauert natürlich Entscheidungsfindung gewisse Zeit und wir wollen da jetzt natürlich nicht im Detail im Voraus schon sagen, mit wem wir alle gesprochen haben und wo wir gesprochen haben. Also wir sind wirklich in den letzten Monaten schon sehr viele Türen abgeklappert. Das kann man ganz offen sagen. Also wir haben schon einigen Einsatz im Vorfeld jetzt gebracht. Der Plan der Regierung ist eigentlich, also Mitte des Jahrhunderts, also sprich 2050, aussteigen Sie, wollen das schon bis 2040 und sozusagen mit dem Volksentscheid, dass das einfach besser erwirkt werden, besser umgesetzt werden. Und der Hintergrund sind die aktuellen Klimadaten des IPCC, wo wir einfach schneller reagieren müssen. Und die Pläne der Regierung sind noch vor diesen gemacht worden. Diese Ziele 2035, 40, 50 sind unpräzise. Was wir brauchen, wir müssen ab 2020 4 Millionen Tonnen weniger emittieren und das jedes weitere Jahr. Was dann 2030 ist oder 500, kann sich jeder ausrechnen. Aber diese Ziele auf 10, 20 Jahre machen immer den Eindruck, jetzt können wir ja mal 10 Jahre warten und so weiter wie bisher und dann wird ein Wunder passieren. Das wird nicht passieren. Wir müssen jetzt in den nächsten Monaten Weichen stellen, damit wir ab 2020 um 4 Millionen Tonnen weniger emittieren und 2021 wieder um 4 Millionen und so weiter. Das ist die Herausforderung. Und das geht natürlich weit über das hinaus, was Brüssel von uns verlangt, weil auch in Brüssel die Ziele nicht koordiniert sind mit dem Vertrag von Paris. Auch dort sind es Kompromisse zwischen Polen und Schweden überspitzt formuliert, die bei weitem nicht dem entsprechen, was notwendig ist, damit Europa das 2-Grad-Ziel erreichen kann. Und wenn ich da noch anschließen kann, was mir dann fehlt sozusagen, ist gleich der nächste Gedanke zum europäischen Bürgerbeitrag. Aha, ja, wir haben auch dazu, also in ganz Europa eigentlich, Kontakte schon geknüpft. Wir haben zum Beispiel diese Klimabotschaftsgeschichte mit den 114.000 Kindern, dass die größte Klimabotschaft weltweit werden wird. Und ein Guinness Book of World Record, der hätte eigentlich hier eingespielt werden sollen heute, aber aufgrund des Schlechtwetters sind wir noch nicht so weit. Also wir haben auch da ganz rege Kontakte, wirklich international, sogar über Europa hinaus, bis in die USA, bis nach Afrika. Also auch da sind wir bereits vernetzt. Sie sprechen die ECI, die European Citizen Initiative, an oder Europäische Bürgerinitiative. Meine Kollegen von Democracy International und Mehr Demokratie haben das überhaupt in die EU-Verträge hineingebracht, damals in Lissabon. Das war auch anders geplant, nämlich dass mit einer bestimmten Unterschriftenanzahl es ebenfalls zu europäischen Volksabstimmungen kommt. Also wir wollten ein Initiativrecht und der Kompromiss war damals, dass die ECI so hineinkommt wie jetzt, mit 1 Million Unterschriften aus mindestens 7 Ländern mit bestimmten Anteilen. Und dann kann, und das ist wichtig jetzt, es ist schwächer als ein österreichisches Volksbegehren, denn die Kommission kann den Vorschlag aufnehmen, muss ihn aber nicht. Sie muss nicht einmal eine Initiative starten. Und sie kann ihn nur dann aufnehmen, wenn es nicht schon durch eine andere Initiative der Kommission bereits abgedeckt ist. Und wenn die Initiative gestartet wird, heißt es natürlich auch nicht, dass dann im Parlament und im Rat es zu einer Richtlinie in diese Richtung kommt. Also es ist ein relativ schwaches Instrument. Nichtsdestotrotz ist es das erste europäische Bürgerbeteiligungsinstrument. Aber da hat es eine Hochphase gegeben zum Beginn der Einführung in den Anfang 2000er Jahren.
Inzwischen schläft das ziemlich ein, weil der Aufwand enorm groß ist, diese Unterschriften zu sammeln. Das geht um Software-Details, die man nicht verwenden kann, eine fremde Software und anderes. Und der Impact auf die Politik in Europa war relativ gering. Also selbst wenn wir jetzt, wir starten einmal in Österreich mit dieser Initiative, dass eine Volksabstimmung kommt, wollen das auf Europa vielleicht einmal ausdehnen, aber da ist es nicht sicher, ob wir die ECI ergreifen, weil wir da die Details leider kennen. Jawohl, konkret, es geht erstens um die Bildung von Bürgerforen und zweitens um ein Redaktionskomitee, das den Text des Volksbegehrens formuliert, vorweg. Wer der 10 Herrschaften, die uns gegenüber sitzen, ist an dieser Sache bereits tätig, beziehungsweise wird morgen oder vielleicht schon mal tätig werden? Also wir haben bewusst gesagt, das ist eine Initiative. Wir haben einen Forderungstext und man kann ihn unterschreiben. Aber wir wissen nicht, und es schaut derzeit nicht so aus, dass wir ein Volksbegehren im juristischen Sinn nach dem österreichischen Volksbegehrensgesetz starten. Warum? Weil wir gerade 3 Volksbegehren hatten, die diese Unterschriften haben, die uns alle bekannt sind und das deswegen ja noch lange nicht zu einem weiteren Schritt oder gar einer Volksabstimmung führt. Das ist das eine, warum wir nicht jetzt gleich auf ein Volksbegehren setzen. Das zweite ist, der Text, der zur Volksabstimmung kommen kann, das ist ja das Wichtige, der soll in einem Bürgerrat entschieden werden. Und der soll von der Regierung einberufen und finanziert werden im Idealfall. Also in Kanada und in Irland, aber auch in anderen Ländern, das gibt es in den Niederlanden, Australien etc. etc., ist das von der Regierung einberufen worden und von der Regierung bezahlt worden. Dort soll dieser Text entstehen. Wir haben daher keinen Redaktionsprozess für einen Text, der zu einer Volksabstimmung kommt. Wir sind nicht repräsentativ, sage ich jetzt ganz klar, für die österreichische Bevölkerung. Wir sind besorgte Bürger, die sich was überlegt haben und zusammensetzen. Wir sind nicht nach dem Zufallsprinzip ausgelöst. Optimistische Bürger, weil wir sind nicht repräsentativ. Es braucht einen repräsentativen Vorschlag. Und da gibt es eigene Verfahren eben dafür. Verschiedene Foren sagen, sie müssen diese Forderung von Ihnen, die selbstverständlich sind, unterstützen. Welche von den jetzt tätigen, wirklichen Bürgervertretungen, nämlich die Parteien, finden Sie sympathisch für Ihre Vorschläge? Welche Parteien stehen hier? Ein Satz ist, wir sind parteipolitisch neutral, aber den Rest kann jeder andere auch. Ja, danke für die Frage. Ich glaube, wir sind eine offene Bewegung, eine Bewegung, die die Hände reicht, eine integrierende Bewegung, eine positive Bewegung, eine überparteiliche Bewegung. Und daher richten wir uns nicht primär an die Parteien, sondern wir richten uns primär an die Bevölkerung, um viele Akteure und Pioniere und Vorreiterinnen und engagierte Bürger zur Unterstützung zu bitten. In Folge werden wir sehr froh sein, wenn von allen Parteien Unterstützer in der zweiten Reihe auch für unser Anliegen sich einsetzen und kämpfen. Ja, ja, ja. Volksabstimmung und Bürgerrat. Volksabstimmung und Bürgerrat, das ist die Forderung. Ich glaube, wir müssen wirklich klar differenzieren, dass wir für eine Volksabstimmung eintreten, ich sage es jetzt, und nicht für ein Volksbegehren. Und das Volk und sozusagen wir plädieren dafür, dass die Bürgerinnen und Bürger abstimmen können sollen. In welcher Form das dann, wie das dann ausschauen soll, bis das dann zu einem Bürgerrat, den es in Österreich erst ja etabliert werden muss, der soll repräsentieren den Diskussionsprozess, den Bürgerbeteiligungsprozess, der gestartet wird. Und das ist eine völlig neue Gangart für österreichische Verhältnisse. Andere Staaten haben das bereits gezeigt. Wir können das aufgreifen, aber für die österreichische Gegebenheiten und Notwendigkeiten dann entsprechend adaptieren. Und das ist was, wofür wir uns einsetzen wollen. Es soll jeder und jede mitentscheiden. Ja, ich möchte daran erinnern, dass mehr Energie zu produzieren halt nur einfach anders ist noch keine Wende. Wasser und Wind gelten als erneuerbar, aber verbrauchte Landschaft ist es nicht. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass breite Bürgerbewegungen
gegen Wasserkraft aufgetreten sind, die ganze Heimburg-Bewegung. Wir hätten keine Krimmler Wasserfälle, wir hätten kein Dorfportal im Nationalpark, wenn nicht Bürgerbewegungen das verhindert hätten. Und daher ist diese Formel sozusagen einfach nur CO2-freie Mehrenergie zu produzieren zu wenig. Die Mehrproduktion von Strom in mehr oder weniger umweltfreundlicher Art ist bereits ein kommerzieller Selbstläufer. Da braucht man gar nicht anschieben. Und es gibt Kraftwerksgesellschaften, die werden auch noch auf diesen Zug aufspringen. Wo sind die Lobbys, die politisch einflussreichen Lobbys des Minderverbrauchs? Und ohne Minderverbrauch schaffen wir es nicht, weil wir gesehen haben, dass wir selbst bei Ausreizung aller Möglichkeiten mit den sogenannten Öko-Energien nicht einmal die Hälfte unseres jetzigen Gesamtenergieverbrauchs abdecken können. Daher ist die Sache komplexer und es ist jede Partei, glaube ich, in der Lage, vernünftige Vorschläge zu unterstützen, weil wir nachweisen können, dass der Minderverbrauch von Energie ein unerhörter Beschäftigungsschub für 30 gewerbliche Branchen wäre. Da sind die NEOS sicher dafür, da ist sogar die FPÖ dafür, da wird die ÖVP, wenn sie nicht zu sehr verfilzt ist mit Kraftwerksgesellschaften herkömmlicher Art, derzeit schon, aber auf jeden Fall sind da, haben wir hier keine Gegner mehr. Und jetzt geht es eigentlich darum, wie können wir die wirkliche ökologische Wende einleiten. Und das wird auch ein Thema für die Textierung des Volksbegehrens sein. Ja, wir diskutieren ja jetzt schon seit Jahrzehnten die Energiefrage. Vor fast 50 Jahren hat das angefangen. Aber ganz wesentlich ist, dass wir uns nicht mit der Energie auf die Energie beschränken dürfen. Es geht auch um Material. Wir verschwenden heute gewaltige Mengen erschöpflicher Rohstoffe. Und sozusagen die Zukunft kann nur umweltverträglich sein, wenn wir uns auch von dieser Verschleiß- und Verschwendungsproduktion lösen, wo nicht nur Energie, sondern auch erschöpfliche Materialien drin sind. Das heißt, dieser Gesichtspunkt, der muss natürlich mitgetragen werden und das werden wir auch tun. Natürlich haben meine Vorredner recht. In einer Marktwirtschaft wird es nur gelingen, den Verbrauch von Energie, von fossiler Energie, von Kohlenstoffen zu reduzieren, wenn ich sie verteure und damit das Sparen anrege. Und genau das ist der Sinn dieses Steuerumbaus, dass Nettolöhne höher werden, Lohnnebenkosten senken und durch die Verteuerung der fossilen Rohstoffe und insgesamt der Energie gespart wird. Denn der größte Anreiz zum Sparen ist immer noch über den Preis und nicht über Zurufe von irgendwelchen gutmeinenden Mitmenschen. Ich möchte auf die Ausgangsfrage noch einmal eingehen. Wie kommt es denn zur Volksabstimmung? Ich möchte es einfach technisch beantworten, ja, weil das jetzt mit Regierung und Parlament und so. Also in der Verfassung ist es eindeutig, Verfassungsgesetze können von einem Drittel des Nationalrates einer Volksabstimmung zugeführt werden, einfache Gesetze von der Hälfte des Nationalrates. So steht es in der Bundesverfassung. Ein Drittel bei Verfassungsgesetzen, wenn ein Verfassungsgesetz einmal beschlossen ist, muss ich mit 2/3 Mehrheit beschließen, dann ist es da. Bevor es kundgemacht wird, kann ein Drittel des Nationalrates sagen, ich glaube es ist, korrigieren Sie mir, Artikel 44 BVG, ja, kann ein Drittel sagen, dazu soll es eine Volksabstimmung geben. Dann gibt es eine Volksabstimmung. Ein Drittel kann es, wenn das Verfassungsgesetz schon da ist. Bei einfachen Bundesgesetzen ist es die Hälfte. Das heißt, das sind die Regeln. Das heißt, wir brauchen natürlich von den Regierungsparteien, das heißt es, übersetzt, ein Ja zu dieser Volksabstimmung. Die Logik brauche ich jetzt nicht wiederholen, die habe ich zuerst schon gesagt. Auf die Parteien, da kann ich nur sagen, absolute Äquidistanz oder Äquinähe, wie immer Sie es wollen, zu allen Parteien und Regierungsvertretern. Das ist keine Frage, weil dort sind wir im Parlament, dass es immer sehr schnell in dieses parteipolitische Hickhack hineinkommt. Wer ist näher, wer ist weiter weg? Gerade Zwentendorf hat gezeigt, dass es nur geht, wenn das nationale, liberale, konservative, soziale, grüne, sonst was Lager zusammenarbeiten in dieser Sachfrage, alles andere mal beiseite lassen und sagen, wie machen wir den Klimaschutz in Österreich? Sollte nicht die Bevölkerung selbst einen Vorschlag entwickeln können und selbst abstimmen. Nur so geht's.
Wenn es irgendeine Farbe bekommt, dieses ganze Anliegen, dann ist es vorbei. Okay, dann bitte. Dann vielleicht vorweg noch die verfahrenstechnische Frage. Es liegt derzeit ein Volksbegehren im Innenministerium, das auf verpflichtende Volksabstimmungen, das wird diese Woche, spätestens nächste Woche entschieden. Da wird dann vom Innenminister bekannt gegeben, wann die Eintragungswoche sein wird, vermutlich zwischen März und Mai nächsten Jahres. Und ja, an Sie die Frage, wollen Sie ein Volksbegehren für verpflichtende Volksabstimmungen unterstützen oder nicht? Es richtet sich darauf, dass mit 100.000 Unterstützungserklärungen eine verpflichtende Volksabstimmung durchgeführt werden muss, genauso wie bei Verfassungsänderungen und bei internationalen Staatsverträgen. Wollen Sie das unterstützen oder nicht? Das sind ja eine Beleidigung. Ganz kurz, diese Initiative ist eine Klimaschutzinitiative. Und wir wollen, dass diese Frage zu einer Volksabstimmung kommt. Das heißt, wir agieren im Rahmen der bestehenden Verfassung. Und da habe ich gerade erklärt, wie das im Nationalrat entschieden werden kann. Darauf setzen wir. Ob es darüber hinausgehende direkte Demokratie-Elemente geben soll, da habe ich privater Meinung, weil ich von mehr Demokratie bin. Aber das ist nicht Bestandteil dieser Initiative und dieses Textes. Das möchte ich klar differenzieren. Jeder kann aber natürlich für sich selbst sprechen. Ich sage nur, aber es gibt einen Text von uns, wo drin steht, wofür wir stehen, und da kommt das nicht vor. Okay. In den Unterlagen. Auf der Homepage. Ja, und es gibt Unterlagen, die wir vorbereitet haben. Die liegen da drüben. Und da gibt es unter anderem auch heute für die Teilnehmer hier Material. So, gibt es jetzt noch Fragen? Bitte sehr. Ich würde ein bisschen hier entscheiden. Noch sind wir ein wirklich loser Zusammenschluss von sehr vielen Menschen, aber es ist natürlich daran gedacht, wahrscheinlich einen Verein zu gründen. Gibt es? Sie können auch gerne im Anschluss, wir haben noch Zeit, um das ein oder andere Thema noch ausführlicher anzusprechen. Im Großen und Ganzen, glaube ich, haben wir mit dem Auftakt heute mal sichtbar gemacht, mit vielen mehreren Meinungen des ersten Personenkomitees, worum es uns geht. Wie gesagt, jeder und jedes herzlich eingeladen, weiter mitzumachen, wachsen zu lassen. Und wir bedanken uns, ich bedanke mich bei Ihnen im Namen von uns allen. Und auf der Homepage wirentscheidenklima.at können Sie ausführlichere Statements, Informationen, worum es uns geht, noch lesen. Und Sie können sich auch eintragen, wenn Sie mitmachen wollen. Vielen herzlichen Dank. Ja, gut.